Hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Markenvideo. Im heutigen Tutorial zeige ich euch, wie man mit Apple Vision Pro Videos aufnimmt. Schaut euch das Video also unbedingt bis zum Ende an und folgt diesen einfachen Schritten. Im Grunde müsst ihr also nur euer Apple Vision Pro tragen und dann können wir uns zwei Methoden ansehen, um aufzunehmen oder spezielle Videos auf eurem Apple Vision Pro zu haben. Entweder ihr könnt mit eurem iPhone aufnehmen, wofür ihr nur ein iOS oder höher braucht. Und natürlich geht das nur mit dem iPhone oder dem iPhone. Dann könnt ihr einfach, nehmen Sie wie ein normales Video auf, aber anstatt es wie folgt zu tun, auf der Rollfläche oder auf der Toolbox, wo Sie von Video zu Bild zu Panorama oder Portrait wechseln können. Ihr müsst nur Raumvideo auswählen und dann könnt ihr es auf dem Apple Vision Pro sehen. Andernfalls könnt ihr mit der Aufnahme beginnen in Aufnehmen von Videos oder speziellen Videos mit dem Apple Vision Pro Gerät. Im Grunde müssen Sie also nur auf die obere Schaltfläche klicken, und zwar diese hier. Dies wird als digitale Krone bezeichnet und dies ist die oberste Schaltfläche, auf die Sie klicken und im Grunde müssen Sie nur Aufnehmen auswählen. Sie finden ein Symbol wie folgt, das angezeigt wird. Um Aufnehmen zu öffnen, müssen Sie nur auswählen, ob Sie ein Video und kein Foto aufnehmen möchten. Dann müssen Sie nur auf Aufnehmen tippen und Sie können mit der Aufnahme mit Ihrem Apple Vision Pro beginnen. Danach müssen Sie nur noch Ihre räumlichen Aufnahmen ansehen, um also im Grunde das anzusehen, was Sie aufnehmen oder die Videos, die Sie aufgenommen haben, müssen Sie nur zu den Fotos gehen. Also grundsätzlich kannst du entweder auf die oberste Schaltfläche hier gehen und auf Fotos klicken oder du kannst sie einfach in der Startansicht ansehen. Danach wird deine Fotobibliothek oder Galerie geöffnet und du kannst alle deine speziellen Videos hier in der Bibliothek ansehen. Hier findest du alles oder alle deine Fotos. Sogar die, die von iCloud geteilt werden, oder du kannst einfach nur deine speziellen Bilder oder Videos hier auf diesem Mini sehen. So kannst du es grundsätzlich machen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.